Kommandos sind nichts Besonderes, aber... Wahnsinn. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Rechnung Bäume, erhältst du im... Gras. Oh, du willst Premier. Gar nichts ausliefern. Arbeitete. Dr. Walker ist schon seit einiger Zeit nicht mehr hier angestellt. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir zu größtem Dank verpflichtet. Ich verabscheue die Handelsaufsicht. Ist es wirklich nötig, dass wir ihr helfen? Willst du sie übernehmen? Die genaue Summe kann ich dir spontan nicht nennen, aber mit den aufgelaufenen Zinsen ist sie durchaus beachtlich. Falls du ihn also finden und dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir aufrichtig dankbar. Das hätte ich nicht besser sagen können. Schade. Vielleicht könnte ein kleiner Vorschuss dein Interesse wecken. Geh zum Sixth Circle. Eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Falls jemand in Cydonia weiß, wo Percival ist, hält sich diese Person dort auf. Die Security von Cydonia ist hier, um Sie zu beschützen. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, melden Sie es bitte dem nächsten Security Officer. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Andy, du da. Warum sagst du mir nicht einfach, was ein Vanguard-Captain von Walker will? Irgend so ein Topsider kommt in meine Bar und will Percival Walker finden. Da fragt man sich doch, was du von ihm willst. Hadrian? Du, ein Mitglied der Vanguard, sollst Percival für eine Frau namens Hadrian finden? Falls das eine Fälschung ist, dann eine verdammt gute. Okay, falls du ein echter Captain bist. Supra et Ultra, das Vanguard-Motto. Was bedeutet das? Müsstest du seit deinem Eid ja wissen. Habe ich mir gedacht, du erzählst Scheiße. Ich kann dir nicht helfen. Stopp! Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, erzähle ich doch niemand dahergelaufenem. Ha, vielleicht kannst du da ja was machen. Percival hat Schulden bei der Handelsaufsicht. Begleich sie und zeig, dass du mit ihm und den anderen Devils befreundet bist. Und Freunden helfe ich immer gern. Schön zu hören. Also, meine Meinung dazu. Der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen, falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum.
Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. Also, willst du losziehen und Dr. Walker helfen? Hey, du! Möglicher Freund von Hadrian. Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Gibt's noch was anderes? Ach, wirklich? Dann zeig mal. Hier, seinen Kontostand. Und alle Transaktionen sind endgültig. Fertig. Wunderbar. Dr. Walkers Schulden sind jetzt nicht mehr unser Problem. Vielen Dank. Oh, und wenn du ihn findest, sag Percival, dass ich mich sehr darauf freue, nie wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Ernsthaft? Gut gemacht. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Er ist im alten Red Devils Hauptquartier. Da wurde nach der Auflösung unserer Einheit alles verriegelt, aber wir haben ihn durch die Tiefminen reingebracht. Gut, dass du dahin gehst. Kurz nachdem Percival hin ist, haben sich dort auch einige Spacer eingenistet. Ich erwarte nicht, dass ihm vorher die Rationen ausgegangen wären. Aber er weiß es bestimmt zu schätzen, dass er nicht rausfinden muss, ob er genügend hatte. Hier, der Zugangspass. Ich lasse ihn wissen, dass du auf dem Weg nach unten bist und er dir ein fettes Dankeschön schuldet. Das Man gratuliert Fredonia zu...
hier, was wir kriegen können. Flankiert sie! Zugangstreppen führen tiefer in die Mine. Hoffentlich merken wir uns den Weg zurück nach oben. Für einen imposanten Anblick. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Du bist tot.
wohl zu den Wohnquartieren der Miner. Wie grauenhaft, sein ganzes Leben unter der Erde zu verbringen. Das dann schnell. Hey, das ist unfair.
sind außer Gefahr. Nützliches gefunden.
gewaltige Unternehmung, diese riesige Anlage in der Höhle zu errichten. Ein wenig wie ein Buddelschiff zu bauen, vermutlich. Aufsicht aus den roten Zahlen geholt? Ich weiß das zu schätzen, bezweifle aber, dass du einfach nur einen Gefallen tun wolltest. Erklärst du mir jetzt, warum du ruchlose alte Männer belästigst, indem du ihnen ihre mühsam erarbeiteten Schulden nimmst? Eine Gewebeprobe? Deswegen bist du hergekommen? Müssen ja verdammt wichtige Zellen sein. Sagst du mir, was ich mir da ansehen soll? So ein Terrormorph ist besorgniserregend. Für wen genau überbringst du diese Probe? Hadrian? Von ihr? Von ihr hast du die? Wenn sie dich den ganzen Weg hat zurücklegen lassen. Gehen wir rein, das muss ich mir ansehen. Ich würde dich bitten, nichts anzufassen. Hier laufen gerade einige Projekte und ich hatte keine Gäste erwartet. Oh, und Lou meinte, du hättest die Schulden beglichen. Du hast alles beglichen? Bei meinen derzeitigen Umständen dürfte aber wohl klar sein, dass das ein Geschenk und kein Darlehen war. Alles fertig. Dann blicken wir doch mal in diesen Abgrund. In Ordnung. Die zellularen Marker sind getaggt. Moment. Wo sind die Marker? Das kann nicht sein. Diese Probe, das ist Londinion. Das muss ich alles auf eine Slate übertragen. Du hast die Probe wirklich von Hadrian und belügst mich nicht? Falls das nämlich ein Schwindel wäre, und das wäre der beste, den ich je gesehen habe, wäre ich sauer, aber auch ziemlich erleichtert. Nimm doch Rücksicht auf mich. Diese Probe weist alle Anzeichen des schlimmsten Terrormorph-Angriffs der Geschichte auf. Von Londinion hast du schon gehört? Londinion war eine Stadt. Sie wurde von Terrormorphs ausgelöscht. Die Schwärme waren so schlimm, dass der Raumhafen gesprengt wurde, um die Stadt von der Galaxie abzuschirmen. Nur wenige Proben aus der damaligen Zeit haben den Planeten verlassen. Aber die, die wir haben, sehen genauso wie diese aus. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass dieses Exemplar sich zu Lebzeiten je auf einem Schiff befunden hat. Ich glaube nicht, dass es nach Tau Ceti transportiert wurde. Es ist dort gewachsen. Und zwar unglaublich schnell. Wenn eine neue Ära der Beziehungen zwischen Menschen und Terrormorphs beginnt, in der Angriffe wie in Londinion außerhalb von Londinion möglich sind, das wird nicht gut für die Menschen enden. Dann wäre unsere Spezies verloren. Du hast dieses böse Omen den ganzen Weg hierher gebracht. Sagst du mir, was du mit dem Ding vorhast? Im Circle? Ich könnte einen Drink vertragen. Hier, mit dem Aufzug kommen wir schneller nach oben. Eigentlich soll der nicht benutzt werden, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gehen wir.
dich vom Sixth Circle fern. Ist sie das wirklich? Adrian. Percival. Meine Güte. Du bist aber alt geworden. Du bist auch kein Küken mehr, Major. Ich habe deine Probe gesehen. Es reicht wohl, wenn ich sage. Nicht hier. Lass uns ein ruhigeres Eckchen suchen. Wir können nach hinten gehen. Die Red Devils sind kein normales Kneipenpublikum. Man sieht es in ihren Augen. Wir gehören Blue hat hier mir nicht die Kurzfassung her. Erzählt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich um alles gekümmert hast. Ich auch. Hoffentlich war es dann letztendlich doch nicht so schlimm. Ich, hatte nicht erwartet, dass es so kommen würde. Aber vielen Dank. Ich bin nur froh, dass ihr beide unversehrt geblieben seid. Also, habt ihr beide die Analyse hinbekommen? Hier ist sie. Diese Probe passt genau zu denen von Londinion. Londinion? Genau das hatte ich befürchtet. Es bereitet mir keine Freude, diese Nachricht zu überbringen, so viel steht fest. Also sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Naja, zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten. Also habe ich versucht herauszufinden, wie wir an unsere alten Terrormorph-Daten kommen. Guter Anfang. Und was hast du gefunden? Sie sind im Archiv. Im Sperrvertrag-Archiv? Müssten wir uns dann nicht mit dem Kabinett rumschlagen? Und mit dem Freestar Collective? Und Haus Varun? Ich schätze, den Ansatz können wir vergessen. Ich dachte auch, das Kabinett würde uns nicht helfen. Allerdings habe ich ein paar Gefallen eingelöst. Sie hören uns unter zwei Bedingungen an. Sie wollen die Analyse sehen, die ihr durchgeführt habt. Und sie wollen besprechen, was auf Tau Ceti passiert ist. Mit uns beiden. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Aber bevor du dich darauf einlässt, möchte ich, dass du alles erfährst. Percival und ich waren nicht nur Forscher. Wir waren Militärwissenschaftler. Wir führten eine Division der Colonies, die Aliens als Waffen eingesetzt hat. Mein Versteck war die Heimatbasis unserer Einheit. Nach ersten Versuchen in anderen Einrichtungen ist die Anlage zum Herz der UC-Xenokriegsführung geworden. Die Xenokriegsführung ist verboten, seit vor fast 20 Jahren der Sperrvertrag in Kraft getreten ist. Das UC-Militär hat uns damals entlassen. Oh, naja. Das bedeutet mir viel. Ich bin auch nicht unbedingt stolz darauf. Aber während dieser Mission sollten wir für die Colonies den Schlachtfeldeinsatz von Terrormorphs erforschen. Das Projekt lief nie wirklich an. Aber unsere Daten befinden sich jetzt im Archiv. Zusammen mit allen anderen Informationen, die nach dem Koloniekrieg verboten wurden. Unter dem wachsamen Blick von Beobachtern aller Fraktionen, die sich noch an der galaktischen Politik beteiligen. Aber wenn wir das Kabinett dazu bringen, uns auf die Daten zugreifen zu lassen, haben wir alles, was wir für die Entschlüsselung dieser Probe benötigen. Und können hoffentlich weitere derartige Angriffe verhindern. Okay. Ich sorge dafür, dass das Kabinett die Analyse erhält. Wir treffen uns dann vor dem Mast in New Atlantis. Viel Glück. Ihr zwei werdet es brauchen.